Knock ist die südwestlichste Landecke der historischen Landschaft Krummhörn in Ostfriesland. Sie liegt 15 Kilometer westlich von der Seehafenstadt Emden entfernt. An der Knock befinden sich das Siehl, das Schöpfwerk Knock, ein Campingplatz, ein Radarturm und ein Leuchtturm. Westlich des Schöpfwerks errichtete das Wasser- und Schifffahrtsamt Emden von 1970 bis 1972 den weit sichtbaren Radarturm. Anschließend die Verkehrszentrale Ems. Das Schöpfwerk Knock wurde in den Jahren 1968 bis 1969 gebaut. Auf dem Deich führt ein schöner Weg entlang mit Blick auf das Wasser, der zu Spaziergängen einlädt. Von der Brücke am Schöpfwerk hat der Spaziergänger einen Panoramablick über die umliegende Landschaft. Das Schöpfwerk Knock ist ein kombiniertes Siehl und Schöpfwerk und befindet sich im Emder Stadtteil Wübelsum. Es entwässert ein rund 35.000 Hektar großes Gebiet. Es arbeiten 4 Pumpen mit jeweils 600 Kilowatt Leistung. Das Schöpfwerk Knock kann in einer Sekunde bis zu 60.000 Liter Wasser pumpen. Es gibt 2 Hauptschöpfwerke und 22 Unterschöpfwerke. Die jährlichen Stromkosten für die Schöpfwerke liegen zwischen 150.000 und 270.000 Euro. Ein Ausflug zu dem beeindruckenden Schöpfwerk ist auf jeden Fall empfehlenswert.